Sequenz der Tagung, Schluss mit Kriminalisierung, Drogenmärkte regulieren. Mein Name ist Urs Kürtner, ich bin von Freiraum Hamburg und Vorstand von Akzept e.V. Wir haben für Sie als Ansprechpartner für diese Konferenz Ante Monat von der Palette e.V. in Hamburg, Hubert Wimber, ehemaliger Polizeipräsident aus Münster und Vorsitzender von LEAP, das ist Law Enforcement Against Prohibition, und Professor Dr. Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung in Frankfurt. Gut, dann darf ich auch beginnen. Vorgestellt wurde schon, ich bin Geschäftsführer von Palette e.V. Palette ist ein Verein aus der Drogenarbeit, seit 1989, die Legalisierung fordernd und jetzt natürlich wieder dabei oder immer noch dabei, sagen wir mal so. Die Konferenz ist so entstanden, dass wir hier in der Schanze ja vor über einem Jahr so einen Tisch hatten zu dem Thema Coffeeshops. Das ist hier lange debattiert worden, auch sehr kontrovers debattiert worden. Daraufhin hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet aus verschiedenen Einrichtungen der Drogenhilfe, der Politik und der Verbände, genau. Und zusammen mit dem Stadtteil, mit dem Standpunkt Schanze hier. Und wir haben überlegt, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen. Also es waren, ist ja alles gescheitert, in der ganzen Bundesrepublik sind alle Anträge irgendwie niedergeschmettert worden und wir haben überlegt, wie geht es jetzt weiter. Und darum sitzen wir heute hier oder tagen hier und freuen uns, dass so viele gekommen sind. Wir haben nämlich aus der ganzen Bundesrepublik und sogar aus der Schweiz bis Teilnehmer, Teilnehmerinnen vor Ort, um zu gucken, wie soll es jetzt wirklich in die Zukunft gehen, weil wir haben gesagt, Schluss mit Kriminalisierung. Wir wollen auch nicht mehr diskutieren mit denen, die auf der anderen Seite stehen, sondern wir wollen wirklich zusammen gucken mit denen, die sagen, wir brauchen einen neuen Weg, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert, wir brauchen einen neuen Weg da drin und da wollen wir zusammen mit allen, die ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben, hier heute zusammen überlegen, wie es weitergeht. Darauf freuen wir uns. Gut, ja, ich heiße Sie auch sehr herzlich willkommen hier in Hamburg. Ich bin gerade nach Hamburg aus Frankfurt angereist gekommen bin. In meiner Eigenschaft als Forscher, der sich seit langem befasst mit den Folgen der Prohibition. Das, was wir in Bezug auf die jetzt noch illegalen Drogen veranstalten, ist ja eine Extremform, dass wir sozusagen bestimmte Substanzen unter das Verbot stellen, als staatliches Verbot. Eigentlich so tun und daran glauben seit etwa 100 Jahren, dass dieses Verbot wirkt, dass diese Ultra-Regulation, die ja eigentlich uns nur noch glauben lässt, dass sie wirken könnte, dass sie wirklich was bewirkt. Seit einigen Jahren werden die Stimmen lauter, Land auf, Land ab, dass der Krieg gegen die Drogen, the War on Drugs, wie Nixon das mal ausgerufen hat, gescheitert ist. Und dass wir dringend neue Modelle einer wirklichen Regulation entwickeln müssen. Dazu gibt es europaweit, weltweit bereits gute Beispiele, die wir auch heute und morgen diskutieren werden, auf ihre Überprüfbarkeit und Umsetzbarkeit in Deutschland hin überprüfen. Wir haben die Cannabis-Freigabe bis 30 Gramm in mehreren Staaten des größten Drogenkriegers der Welt, wo die Staaten aber per Volksabstimmung eine andere Politik eingeläutet haben. Wir haben Cannabis-Social Clubs in mehreren europäischen Ländern, in denen sich Cannabis-Produzenten zusammentun, zusammen Pflanzen anbauen und dann das dort auch genossenschaftlich abernten. Und wir haben verschiedene andere Modelle der strafrechtlichen und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Umgänge mit Substanzen. Was mich aber umtreibt, ist nicht nur der blinde Glaube, diese Nibelungentreue der Prohibition gegenüber, die diese Bundesregierung wie ihre Vorredner an den Tag legen. Nämlich es geht nur noch um Glauben, dass diese Prohibition etwas bewirkt. Sondern mir geht es darum, um zwei Dinge. Einmal die Drogenpolitik als Symbolpolitik. Wir versuchen, den Ameisenhandel in den schon benannten Vierteln zu unterbinden, die Menschen hinter Gitter zu bringen, zu besuchen. Aber im Grunde genommen ist es eine Politik, die man besser bezeichnen könnte, so zu tun, als ob wir jemals wieder die Kontrolle erlangen könnten über den Umgang und das Dasein der Drogen in unserer Gesellschaft. Das können wir nicht mehr. Die Drogen sind hier und sind auch hier, um zu bleiben. Cannabis ist für einen großen Teil der Menschen in Deutschland zu einer Entspannungssubstanz geworden. Und über 95% der Cannabisnutzer haben auch mit dieser Substanz keine Probleme und können das ganz gut in ihren Arbeits- und Erholungsalltag integrieren. Das ist das eine, was mich umtreibt, Symbolpolitik. Und das sind wir eigentlich immer weniger gewohnt, dass wir eine Gesundheitspolitik oder sozusagen Teile einer Gesundheitspolitik keiner kritischen Prüfung unterziehen. Selbst sozusagen bei anderen Interventionen fragen wir sehr genau nach, ob das, was wir mit viel Geld bewirken wollen, auch tatsächlich erreicht wird. Bei der Drogenpolitik machen wir das nicht. Bestes Beispiel dafür: vor 2 Jahren eine Gesundheitsausschusssitzung im Bundestag auf Antrag der Opposition wird verhandelt, ob das Betäubungsmittelgesetz einer grundsätzlichen Prüfung unterzogen werden sollte. Dieser Oppositionsantrag wurde abgelehnt und man will eigentlich nicht wissen, ob es wirkt und wie es wirkt. Vielleicht noch eins zum Schluss: Wir haben, oder wir, das ist eine Reihe von Organisationen, die auf dem Gebiet seit Jahren tätig sind. Wir haben mittlerweile eine Gegenposition entwickelt, wir haben uns zusammengeschlossen und geben zu dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung einen Alternativbericht heraus seit einiger Zeit, seit 3 Jahren exakt. Wir haben hier Exemplare, das ist der 3. von diesem Jahr, weil wir eben genau das machen wollen. Wir wollen in diesen Beiträgen prüfen, welche Auswirkungen die Prohibition auf die Gesellschaft hat, auf die rechtsstaatliche Verfassung, inwieweit das die Prohibition rechtsstaatliche Prinzipien unterminiert, inwieweit Korruption vorangetrieben wird. Das ist das eine, das andere aber auch, inwieweit die Prohibition gegenteilige Wirkung auf die Gesundheit und das soziale Wohlergehen der Menschen in Deutschland hat, auf ihre körperliche Verfassung, auf ihre Integrität und inwieweit die Prohibition nicht jährlich etwa 280.000 Menschen stigmatisiert, die Strafverfolgung ergehen lassen müssen und am Ende sozusagen diese Stigmatisierung sich selbst erfüllende Prophezeiung zur Folge hat, wo sich Menschen dann als Kiffer fühlen und durchaus sich so verhalten und wenig Möglichkeiten haben, aus diesem Stigma-Gefängnis sich zu befreien. Das ist das eine, ein Gegengewicht, nicht nur mit dieser Konferenz, da was sehr gut gelungen ist, die hohe Zahl der Teilnahme, über 250 Leute, zeigt, dass das ein Forum geworden ist, was hier verbunden wird, wo sich Menschen austauschen, wie es weitergehen soll. Wir haben zum Beispiel heute Nachmittag einen Workshop der reformwilligen Städte, die im Zentrum des Drogenhandels stehen und die sich Gedanken machen, wie von der Städteseite aus, von unten sozusagen, eine Politik von unten, entwickelt werden könnte, wenn die Bundespolitik sich kein bisschen rührt. Dann, Urs Kürtner und ich sind im Vorstand eines Dachverbandes in Deutschland, der nennt sich Bundesverband für Aktivitäten, Drogenarbeit und humanistische Politik. Wir haben Szenarien entworfen, Sie haben die Kurzfassung hier vor sich liegen, Szenarien entworfen für nach dem Krieg gegen die Drogen. Ja, so wie sich die Kriegsalliierten 1943, 1943 glaube ich, schon getroffen haben, um Pläne für nach dem Krieg gegen Faschismus Pläne zu entwickeln, die eine Neuordnung aussehen könnte in Europa, haben wir uns eben dieser martialischen Sprache angeschlossen, haben Szenarien entwickelt für den Fall, wenn dieser Drogenkrieg beendet worden ist, und haben dazu Regulationsmodelle entworfen, die sich zum Teil anlehnen an die Regulationsmodelle, die wir bereits kennen, gegenüber Medikamenten, gegenüber Alkohol, gegenüber Tabak und so weiter, teilweise auch neue Szenarien entwickeln, die erst geschaffen wurden, die Strukturen dafür erst geschaffen werden müssen. Also das, wer daran Interesse hat und da weiterfragen will, dazu können wir Ihnen gerne nochmal Auskunft geben. Gut, und damit übergebe ich an unseren dritten Partner, Hubert Wimber. Ja, schönen Dank, auch aus meiner Sicht einen schönen guten Morgen. Vorgestellt worden bin ich ja schon. Ich war bis zum 30. Mai 2005 für knapp 18 Jahre Polizeipräsident in Münster, damit also Leiter einer dem Legalitätsprinzip unterliegenden Strafverfolgungsbehörde. Und meine Einstellung zu diesem Thema ist natürlich basierend auf den Erfahrungen, die ich konkret als Leiter einer Strafverfolgungsbehörde gesammelt habe, mit dem Ergebnis, dass der repressive Ansatz nicht nur nicht seine Ziele erreicht, nämlich, um es mal salopp auszudrücken, Leute vom Kiffen abzuhalten, wenn wir jetzt bei Cannabis bleiben, oder Leute, die Drogen konsumieren, dazu veranlassen, weniger zu konsumieren, wegen des Entdeckungsrisikos. Dieser Weg ist komplett gescheitert, ganz im Gegenteil, die Folgen der kriminellen Märkte bergen erhebliche Gesundheitsrisiken für Konsumenten, die weit über die Risiken, die auf den Wirkstoffen der konsumierten Substanzen beruhen, hinausgehen. Also als kontradiktorischen Punkt auch zu den offiziellen Verlautbarungen der Bundesregierung und insbesondere der Bundesdrogenbeauftragten Frau Mortler: Wer die schädlichen Folgen des Drogenkonsums minimieren oder vermeiden will, muss sich für eine Kriminalisierung einsetzen. Es ist nicht so, dass die Kriminalisierung diese Schäden vermeidet. Es ist nicht so, dass die Entkriminalisierungsbefürworter die Risiken des Drogenkonsums nicht ernst nehmen, sondern gerade wir nehmen sie ernst, indem wir nachweisen, dass was bisher unter dem Regime des Betäubungsmittelstrafrechts erfolgt ist, nicht wirkt. Das Strafrechtsregime stigmatisiert Leute. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2015 haben die deutschen Ermittlungsbehörden in rund 282.000 Verfahren auf der Grundlage des Betäubungsmittelstrafrechts ermittelt. Das ist eine Zahl, die in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Die höchsten Zahlen seit Beginn der 90er Jahre, wo es nach der Wiedervereinigung in dieser polizeilichen Hellfeldanalyse einen Peak gab. Und was auch bemerkenswert ist, dass von diesen 282.000 Strafverfahren, die die Polizei eingeleitet hat, auf der Grundlage des Legalitätsprinzips, sie können eigentlich nicht anders, unter dem Regime des Betäubungsmittelstrafrechts, sind rund 213.000 sogenannte konsumnahe Delikte. Also in 213.000 Fällen werden diejenigen verfolgt, die für den Eigenkonsum Betäubungsmittel erwerben und besitzen. Und nur in rund 20% der Fälle treffen die Ermittlungsverfahren die Angebotsseite. Auch das ist in der Realität etwas völlig anderes, als uns die offizielle Drogenpolitik glauben machen lässt, die immer sagt, wir richten unsere Ressourcen auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, auf die Bekämpfung der Einfuhr nicht geringer Mengen, auf den Schmuggel. Wir tun es in der Realität. Die meisten Fälle richten sich gegen die Nutzer, die damit stigmatisiert werden. 60% der Delikte beruhen auf Cannabis. Auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Zahl. Daran zeigt sich, dass Cannabis die am meisten konsumierte illegale Droge ist. Und das ist auch, glaube ich, die Begründung dafür, warum sich die Diskussion im Moment im Hinblick auf eine Entkriminalisierung in erster Linie um diese Substanz dreht, wobei ich der Auffassung bin, dass was für Cannabis und die Folgen kriminelle Märkte gilt auch für die anderen BTMG-Substanzen, die im Anhang 1 zum Betäubungsmittelgesetz aufgeführt sind. Nicht jedes strafrechtliche Ermittlungsverfahren der Polizei führt zu einer Verurteilung, auch da haben wir Zahlen, 55.000 Verurteilungen auf der Grundlage des Betäubungsmittelstrafrechts im Jahr 2014. Die Strafverfolgungsstatistik ist nicht ganz so aktuell wie die polizeiliche Kriminalstatistik. Auch hier 80% der Verurteilungen wegen sonstiger Straftaten nach 29 Betäubungsmittelgesetz, also das, was ich gerade gesagt habe, Erwerb und Besitz. Das heißt also, verurteilt werden jedes Jahr in Deutschland zwischen 45.000 und 50.000 Drogenkonsumenten auf der Grundlage des Betäubungsmittelstrafrechts. Mit all den Folgen, die mit einer Vorverurteilung verbunden sind, für Ausbildungsplätze, für die berufliche Bildung, für die Frage des Fahrerlaubnisrechts. Kiffer leben unabhängig von der Tatsache, dass sie unter dem Einfluss von Cannabis Auto fahren, permanent in dem Risiko, dass ihnen der Führerschein entzogen wird, wegen Zuverlässigkeit nach dem Fahrerlaubnisrecht. Also all diese negativen Konsequenzen nehmen wir in Kauf. Und die Frage ist, for what? Was erreichen wir damit? Wir erreichen damit nichts. Wir wissen, dass die Prävalenzen nicht gesunken sind, also diejenigen, die Drogen konsumieren, aus einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe. Wir wissen, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Strafrecht und Prävalenzraten gibt, auch im internationalen Vergleich. Andere Länder haben ja de facto oder de jure in den letzten Jahren entkriminalisiert. Wir betreiben jährlich einen Aufwand, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, zwischen 4 und 5 Milliarden Euro an staatlichen Steuermitteln für die Finanzierung dieses Repressionsapparates, und die Konsequenzen sind negativ. Und ich bin auch der Auffassung, dass bei dem Wissensstand, den wir heute erreicht haben in diesem Themenfeld, es nicht mehr an der Zeit sein kann, uns zu verteidigen gegenüber den Vorwürfen der Prohibitionsbefürworter, die sagen, ihr verharmlost die ganze Geschichte, sondern wir fragen Frau Mortler und die Bundesregierung, was habt ihr mit eurem Instrument erreicht? Sind eure Ergebnisse evidenzbasiert? Und wir fordern eine andere Drogenpolitik, und ich bin hoffnungsfroh, dass wir mit dieser Konferenz, die wir heute in Hamburg durchführen, auch in der Diskussion mit unterschiedlichen Experten auch die Eckpunkte einer alternativen Drogenpolitik mit den Stichworten Entkriminalisierung und Regulierung ein Stückchen weiter auf den Weg bringen. Ich bin auch noch Vorsitzender, insofern kommt auch noch der Werbeblock ganz zum Schluss von Law Enforcement Against Prohibition in Deutschland. Law Enforcement Against Prohibition ist 2001 in den USA gegründet worden und wendet sich in erster Linie an ehemalige und aktive Mitarbeiter aus dem Bereich der Strafverfolgungsbehörden und der Strafrechtspflege, um zu versuchen, aus dieser speziellen beruflichen Erfahrung heraus uns in diesem Diskussionsprozess mit den vorliegenden Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem täglichen Leben einer Strafverfolgungsbehörde mit Betäubungsmittelstrafrecht auseinanderzusetzen. Und insofern hoffe ich, dass wir auch in diesen institutionellen Rahmen die Diskussion ein Stück weit nach vorne bringen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, jedenfalls jetzt auf Hamburg betrachtet, das ist eine Bundestagskonferenz, aber gehen die Argumente der Befürworter, der Gegner der restriktiven Drogenpolitik immer so haarscharf aneinander vorbei. Was das Problem oder was die Politik, der rot-grüne Senat in Hamburg als Problem sieht, ist ja nicht in erster Linie der Drogenkonsum, sondern sind aus Sicht des Senats zumindest ausufernde Drogenkriminalität, sprich Dealerei in zwei Hotspots vor allen Dingen. Dieses Thema, man kann natürlich sagen, wenn alles legalisiert ist, gibt es auch keine Dealereien auf der Straße, aber dieses Thema verschweigen Sie ja, und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass man jetzt zumindest in Hamburg so massiv verfolgt wird, wenn man Cannabis besorgt. Das sind so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da alte Staaten geschlagen werden. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir alle nicht mehr die Jüngsten sind. Nett, wunderbar, danke. Aber Sie haben es ja schon selber gesagt, diese Auswirkungen, diese Ausuferungen sind ja eigentlich die deutlichste Vorgabe, dass wir regulieren müssen. Wir können ja nicht so tun, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, das ist unabänderlich, oder sogar so zu tun, als ob die Polizei das sozusagen auflösen könnte. Sondern das ist doch das beste Argument, dass wir die Sachen selbst in die Hand nehmen und wirklich ein Regulationsmodell für Cannabis schaffen, dass diese Ausuferung überflüssig macht. Das ist genau unser Punkt. Und dazu haben wir, wie gesagt, verschiedene Modelle und Lösungsvorschläge. Wir beharren ja nicht auf eine Alternative, sondern es gibt für Deutschland mehrere Möglichkeiten, wie der Zugang geregelt werden könnte. Aber das, was wir jetzt machen, ist eigentlich keine Regulation, sondern das ist eigentlich blanker Glaube, dass etwas wirkt, und das tut es nicht. Und wir wollen regulieren, wir wollen nicht freigeben und legalisieren am Kiosk, sondern wir wollen regulieren, dass Jugendschutz und Verbraucherschutz gewährleistet werden kann. Das sind unsere beiden Maxime. Insofern glaube ich nicht, dass wir so miteinander vorbeigehen, aber wie gesagt, dafür haben wir vorgesorgt. Wir haben vielleicht so ein bisschen, wenn ich noch kurz ergänzen darf, das Problem ist, dass wir in der Tat, glaube ich, nicht genau zuhören in unserer jeweiligen Kommunikation. Also aus meiner Sicht ist ein ganz entscheidender Punkt, dass in der Tat mit der Kriminalisierung der Staat komplett die Kontrolle über den Drogenmarkt verloren hat. Es gibt keine Regulierung. Es gibt einzelne Erfolge aus der Sicht der Ermittlungsbehörden, was die Beschlagnahme nicht geringer Mengen angeht. Es gibt auch immer wieder mal den Nachweis, jemandem auf der Straße den fortgesetzten gewerbsmäßigen Handel nachzuweisen, häufig mit sehr hohem Ermittlungsaufwand. Aber es verändert sich an der Marktsituation nichts. Beschlagnahmen führen nicht zu einer Verknappung der am Markt verfügbaren Drogenmengen. Und zwei Sachen sind in der Tat noch ganz wichtig, wenn ich das sage. Der Staat hat die Kontrolle aufgegeben. Es gibt überhaupt keine Produktkontrolle. Derjenige, der auf der Straße etwas kauft, weiß nicht, was er sich einkauft. Wir wissen, dass es aufgrund der Ökonomie des kriminellen Marktes natürlich Ausweichbewegungen gibt. Wir diskutieren seit einiger Zeit über neue psychoaktive Substanzen, da gibt es ja jetzt ein neues Gesetz. Aber wir wissen heute schon, dass die Produktkataloge dieses Gesetzes natürlich durch einen kriminellen Markt wieder unterlaufen werden. Also insofern fehlt es an jeglicher Form der Regulierung, oder man könnte auch sagen, Kriminalisierung und Deregulierung sind zwei Seiten derselben Medaille. Und ich finde auch, der am meisten dokumentierte Fall in den letzten 1,5 Jahren war ja der Görlitzer Park in Berlin, wo mit hohem Repressionsaufwand, Einsatz von Hundertschaften versucht worden ist, die Szene am Görlitzer Park zu beseitigen. Es hat kurzfristig zu Verdrängungseffekten geführt, und nachdem der polizeiliche Druck am Görlitzer Park nachgelassen hat, haben sich die Marktverhältnisse dort genauso wieder eingespielt, wie sie vorher waren. Durchaus, wie ich finde, mit ordnungsrechtlichen Problemen, mit Problemen für die Anwohnerschaft. Aber das ist genau das Resultat dieser Kriminalisierung und der damit verbundenen Deregulierung. Der Görlitzer Park ist gerade aufgegeben worden von der Polizei, war die Schlagzeile, als ich Montag in Berlin war. Also ja. Hat nichts gebracht. Ergänzend dazu, eins hat ich glaube, das sollte man fragen. Kriminelle Märkte haben die Tendenz eben zur Selbstregulation. Und das, was wir erleben, was uns eigentlich auch Sorge macht, wo wir schon nicht selber eingreifen und regulieren wollen, reguliert sich der Markt eben selbst und unter anderem eben auch im Internet oder Darknet besser gesagt. Also eine Internetplattform, die nur mit bestimmten Browsern zugänglich ist. Und da entwickeln sich tatsächlich Drogenmärkte. Also wenn wir nicht die Initiative übernehmen zur Regulation, dann übernehmen eben weltweite Anbieter die Initiative und statten uns aus mit Dingen, die, wenn wir sie regulieren würden, bestimmt nicht so gefährlich sind, wie zum Beispiel synthetische Cannabinoide, die absolut hip sind im Internet und womit sich Jugendliche wirklich den Kopf zu machen, nicht wissen, wie potent synthetische Cannabinoide sind im Vergleich zu dem, was hier auf unseren Wiesen oder in Süddeutschland wächst. Also keine Produktkontrolle, damit verbunden auch kein Wissen, kein Drogenwissen, worauf sich Menschen beziehen können, kein Etikett mit irgendeinem Hinweis, welche Potenz diese Substanz hat. Also kein Drogenwissen und am Ende auch keine Drogenkultur. Weil wir werden im Grunde genommen damit alleingelassen, es werden Foren provoziert damit im Internet, wo sich Verbraucher manchmal sehr seltsam austauschen oder man muss sehr präzise austauschen. Also das ist das, was wir mit Prohibition auch provozieren. Okay. Wir haben von dem Stichwort der wilden Städte genannt. Können Sie sagen ungefähr, wie viele Städte, Gemeinden, Kommunen in der Republik sie zu den wilden rechnen würden? Gibt es irgendwie eine Übersicht, auch auf welcher politischen Ebene oder Randhöhe entsprechende Initiativen laufen? Das ist das eine und das andere. Worüber wir sagten vorhin, man würde nicht aufeinander zuhören. Frau Monat sagte, es sollte gar keine Diskussion mehr mit denen geben, die auf der anderen Seite stehen. Das heißt, geht das ohne diese Kommunikation miteinander derer, die auf der anderen Seite stehen überhaupt? Oder wie kann denn in der Republik, wo Modellprojekte erforderlich sind, um was voranzubringen, wir haben auch mal gesagt, dass sich eigentlich Modellprojekte für nicht sinnvoll halten, wie kann das um die Kommunikation gehen? Und wenn Sie vorhin an Städten sprechen, Stichwort mal zu Hamburg, die zuständigen Senatoren, der zuständige Senat, der Bürgermeister zählen nicht gerade zu denjenigen, die sich als willige Stadt bezeichnen können. Sind Sie deswegen speziell nach Hamburg gegangen, Und wenn man ihre Erklärung sich anguckt, da stehen vielleicht, glaube ich, 3 Drogenhilfeträger von etwa 20 drunter, das sind üblichen Verdächtigen. Das heißt, ist selbst in Hamburg, wo seit zig Jahren keine drogenpolitische Diskussion mehr stattfindet, dies umso nötiger als meinetwegen Berlin oder Düsseldorf oder wo auch immer. Ich glaube, einmal ganz kurz dazu. Genau, ich habe ja gesagt, wir wollen keine Diskussionen an dieser Stelle hier überhaupt nicht einladen oder so kontrovers zu diskutieren mit den Koalitionsgegnern. Das ist richtig. Das haben wir bewusst nicht getan, weil wir bewusst hier ein Forum haben wollen, wo genau die zusammenkommen, die nicht wieder das Pro und Contra diskutieren wollen, sondern die grundsätzlich sagen, wir brauchen was anderes, was Neues, eine neue Drogenpolitik, und die haben wir hier eingeladen. Und von den Städten, weiß Urs wahrscheinlich am besten, wer da alles genau, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, das so zu machen. Muss ich wieder mal salopp zu sagen, wir möchten nicht mit Herrn Thomasius über Cannabis sprechen an dieser Stelle. Also das ist genügend getan worden in der Vergangenheit, das haben wir hinreichend gemacht in Hamburg. Das wollen wir nicht mehr. Natürlich müssen wir dann grundsätzlich wieder in den Dialog gehen, wenn wir unsere Forderungen oder unsere Standpunkte äußern. Darum geht es nicht. Aber es geht nicht darum, nicht mit anderen zu sprechen. Aber wir möchten nicht mehr grundsätzlich darüber diskutieren. Hier an dieser Stelle macht es Sinn, Drogen zu verbieten oder zu erlauben, wie auch immer. Darum sind wir heute hier zusammengekommen. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube, wir werden da eine ganz anregende Diskussion haben, weil natürlich dann viel mehr Energie frei ist, um auch mal nach vorne zu gucken und nicht immer nur den Backlash zu machen. Also sind alle eingeladen worden, auch die Hamburger Drogenhilfe. Wer nicht kommt, ist nicht dabei, ist einfach so. Also da bin ich jetzt einfach ganz leidenschaftslos. Ja. Es gibt circa, um es mal auf den Punkt zu bringen, 25 Städte in Deutschland, in denen es Resolutionen gab, Entschließungen, Stellungnahmen oder sonst wie angezeigte Reformwilligkeit. Ein großer Teil davon ist hier, und wir werden in einem geschlossenen Workshop heute Nachmittag auch uns überlegen, wie wir diese Städte gemeinsam an den Start bringen können. Vorbilder für ein gemeinsames Vorgehen gibt es ja bereits. Im Heroinprojekt haben 5 Städte, das ja 6 Städte als Beispiel darf, durchexerziert, wie sie eigentlich eine Drogenpolitik von unten, mittlerweile, aber damals waren es eben 6, wie eine Drogenpolitik von unten gestaltet werden kann. Und das ist ja, wenn es von der Bundespolitik keine Zeichen gibt oder eher rückständige Zeichen mit Frau Mortler, gegenwärtig CSU-Drogenbeauftragte, dann muss sich im Widerstand regen und Alternativen entwickelt werden. Hamburg, im Übrigen bin ich da nicht so pessimistisch, Hamburg steht in einer guten Tradition. Der kürzlich verstorbene Henning Voscherau war einer der Vorkämpfer der Substitutionsbehandlung, der Heroinabgabe an Schwersüchtige. Insofern sind wir, glaube ich, in einem ganz guten Lauf, und wir haben viele Vertreter von Trägern in Hamburg auch anwesend, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht so deutlich positionieren möchten, wie sie es eigentlich auch wollten, weil sich für Regulation oder für Gegenmodelle zur herrschenden Drogenpolitik sich zu positionieren, heißt immer auch ein bisschen brisant, sich in Widerspruch zu Geldgeber zu begeben. Und das ist tatsächlich auch überall so. Und deswegen gibt es eben einen Bundesverband, der sozusagen diese Sachen aufgreift, wo das, diese Gefahr so ein bisschen ausgeblendet wird. Also ich denke, der Diskurs ist immer sinnvoll und erforderlich, weil es vielleicht auch die Sache nach vorne bringt. Aber wir brauchen natürlich oft auf der Prohibitionsseite auch entsprechende Leute, die bereit sind, sich dieser Diskussion zu stellen. Und wenn ich an Frau Mortler denke, sie kommt zu solchen Veranstaltungen nicht als Exponentin der Drogenpolitik der Bundesregierung. Es gab, da ich ja aus der Polizei komme, im letzten Herbst in Berlin ein Cannabis-Symposium der Gewerkschaft der Polizei, also der größten Polizeigewerkschaft mit einem relativ hohen Organisationsgrad, mit dem Titel Cannabis nicht verharmlosen. Zu dieser Veranstaltung sind Prohibitionskritiker nicht eingeladen worden. Also das ist schon ein Stück weit Sprachlosigkeit. Ich sage das natürlich aus meiner Sicht, die Prohibitionsbefürworter haben sich häuslich eingerichtet und stellen sich dieser Diskussion nicht. Aber was eigentlich wichtig ist und was nochmal betont werden sollte im Hinblick auf diese Veranstaltung, wir sollten als Prohibitionskritiker aus dieser negativen, rechtfertigenden Situation herauskommen, dass wir uns dafür verteidigen müssen, dass wir immer wieder mit diesen nicht beweisbaren Vorwürfen der Verharmlosung konfrontiert werden, sondern wir sagen, wir haben sicherlich noch im Diskurs ein Alternativmodell, von dem wir glauben, auch aufgrund internationaler Erfahrungen, die es ja mittlerweile gibt, dass wir damit die Negativen des Drogenmarktes nicht beseitigen können. Wir können auch nicht die Quadratur des Kreises machen, aber die Risiken, so wie wir sie einschätzen, vermindern können. Und das ist eigentlich das Plädoyer, offensiv mit unseren Standpunkten umzugehen und nicht immer wieder in diese Rechtfertigungsposition gedrängt zu werden. Ja, bei den Eingangsreferaten wurde gesagt, ich zitiere mal kurz, die Verknappung der am Markt verfügbaren Drogenmengen ist nicht gelungen. Meine Frage ist die Verknappung der verfügbaren Mengen Ziel Ihrer neuen Drogenpolitik? Als erste Frage. Und als zweite Frage, die Forderung nach Legalisierung oder Entkriminalisierung von Marihuana regt ja in Wahrheit keinen mehr auf. Und der Besitz keiner Menge ist auch in Hamburg faktisch straffrei, auch wenn ermittelt wird, aber die meisten Verfahren gehen so aus, dass da gar nichts Großartiges passiert. Sie wollen ja den gesamten Warenkorb freigeben, von Ecstasy über Koks, über Heroin, alles rein und jeder kann es bekommen. Warum differenzieren Sie da nicht? Wir differenzieren insofern, als wir, glaube ich, gesellschaftlich im Moment eine Cannabis-Diskussion führen. Ich nehme das auch so wahr, wie Sie es wahrnehmen. Das ist eine weitestgehend akzeptierte Alltagsdroge geworden. 2,1 Millionen Leute nach Befragungen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht konsumieren regelmäßig Cannabis. Die Lebenszeitprävalenzen liegen deutlich höher, bei 23%, glaube ich, ungefähr aktuell. Das heißt, das ist ein Stück Normalität. Und nochmal, die meisten Strafverfahren und obwohl die Strafverfolgungsstatistik nicht nach Substanzen differenziert, auch die meisten Verurteilungen erfolgen gegenüber Konsumenten. Insofern hat das, was das statistische Lagebild angeht, durchaus eine Relevanz, dass Konsumenten nicht nur Opfer eines Strafverfahrens werden, sondern auch verurteilt werden. Warum wir eigentlich nicht differenzieren, obwohl wir jetzt eine Cannabis-Diskussion führen, ist das, was zu den negativen Konsequenzen krimineller Märkte gesagt wird. Natürlich auch für die anderen Substanzen im Anhang 1, also der nicht verkehrsfähigen Betäubungsmittel, im Betäubungsmittelgesetz gehört. Heino Stöver hat angesprochen, wir haben seit fast 10 Jahren im Modellversuch, jetzt im Regelbetrieb, in Deutschland 9 Diamorphin-Ambulanzen, in denen schwerstabhängige, heroinabhängige, bei denen mindestens 2-mal der Entzug gescheitert ist, sozusagen auf Rezept ihre tägliche Dosis synthetisches Heroin bekommen. Das gibt es schon seit ungefähr 25 Jahren in der Schweiz. Und diese Modellversuche sind alle wissenschaftlich begleitet worden und wir haben evidente Ergebnisse über diese Modellstudie. Die Probanden, also Schwerstabhängigen, mit mindestens 2 gescheiterten Therapieversuchen, stabilisieren zu 2 Drittel, nachdem sie in das Programm aufgenommen sind, ihre persönlichen Lebensverhältnisse. Sie sind raus aus dem Druck, ihren nächsten Schuss immer illegal finanzieren zu müssen. Sie nehmen wieder eine Berufstätigkeit auf. Sie kommen wieder in ein normales, bürgerliches Fahrwasser und einem Teil gelingt es, aus dieser Drogensucht auszusteigen. Also, wir haben überall Modelle, wo es anders funktioniert und wo versucht wird, diese negativen Folgen krimineller Märkte zu eliminieren. Und gerade die Diamorphin-Ambulanzen sind für mich ein schlagendes Beispiel dafür, dass wir zwar im Moment über Cannabis diskutieren, dass wir aber auf lange Sicht auch die anderen Substanzen mit in den Blickwinkel nehmen. Zu Ihrer Frage nach der Verknappung. Es kann nicht Ziel jetzt der Drogenpolitik sein, die als Alternative entwickelt kommt, dass wir eine Verknappung zum Ziel haben. Dass Sie das kritisiert haben, dass es nicht gelungen ist das ja logisch, dass Sie das es ist ja das Ziel der Repressionspolitik. Das ist nicht unser Ziel, sondern das Ziel der Repressionspolitik. Im Hinblick auf Schadensminimierung, die am Markt verfügbaren Mengen zu Substanzen zu reduzieren. Wenn wir einen regulierten Markt haben, wird sich das nach Marktgesetzlichkeiten irgendwo einspielen. Das Angebot, was erforderlich ist, muss die Nachfrage decken. Also das ist das, was ja klassischerweise in den liberalisierten US-Staaten wie Colorado vor allen Dingen seit einigen Jahren versucht wird, dass über Marktregulierung sozusagen auch das Angebot bestimmt wird, wobei wichtig ist, nicht nur die Menge des Angebotes muss bestimmt werden, sondern auch die Qualität der Produkte, was wir auf unseren Märkten überhaupt nicht haben. Ja, insofern, wir kümmern uns um die Gesundheit der Verbraucher. Für die herrschende Drogenpolitik ist die Gesundheit der Verbraucher nur dann ein Thema, wenn es sozusagen um Hilfemaßnahmen bei Abhängigkeit geht, über Drogenberatungsstellen und so weiter. Aber die meisten Verbraucher, Hubert Wimber hat eben die Zahlen genannt, die kommen nie in eine Drogenberatungsstelle, sondern die wollen eigentlich ihre Gesundheit schützen durch bestimmte transparente Produktkontrolle, durch Verbraucherschutzmaßnahmen, wollen sie selber entscheiden können, ob sie die Substanzen nehmen oder nicht. Wir setzen in unserer Gesellschaft auf den mündigen Bürger und die mündige Bürgerin in allen Belangen. Wir müssen sogar jetzt für unsere Rente selber sorgen. Wir müssen täglich die Provider wechseln und unsere Krankenkassen selber wählen und so weiter. Aber es gibt einen Bereich, der Gebrauch psychoaktiver Substanzen, da ist Vater oder Mutter Staat davor und filtert das aus, dass wir zu bestimmten Substanzen, die offenbar von vielen Menschen präferiert werden, keinen Zugang erhalten sollen. Und das ist wirklich anachronistisch. Das ist sozusagen der letzte Monopolbereich dieses Staates, wo der Vaterstaat oder der Multistaat, da geht ihr nicht dabei. Da lasst ihr die Finger davon. Und dass das so grandios gescheitert ist, muss endlich mal anerkannt werden als Realität und nicht länger so getan werden, als ob es gelänge und gelingt, wenn mit bombastischen, martialischen Worten Händlerringe zerschlagen. Händlerringe werden mal zerschlagen. Die werden zerschlagen. Händlerringe werden zerschlagen und Drogenringe werden ausgehoben. Also irgendwie gibt es 2, 3 Standardformulierungen der Polizei. Ja, das wächst sofort wieder nach. Selbst große Missernten in Afghanistan haben ja im Folgejahr nicht dazu geführt, dass es kein Heroin mehr gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt neue Märkte, neuer Anbau der Bereiche. Bei diesem sich so lohnenden Produkt kein Wunder, dass sie das sofort neu wieder regulieren. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie die Gefahren negieren oder kleinreden, dass die Information von Jugendlichen nicht, dass sie zu kurz kommt, was entgegnen Sie denen? Die hiesige Senatorin hat vor 2 Jahren eine sogenannte Anti-Cannabis-Kampagne gestartet, wo sich die Präventionsfachleute am Kopf gefasst haben. Der Berliner Senat hat gerade eine neue Kampagne gestartet, wo Ähnliches ist und interessanterweise nicht die zuständige Präventionsfachstelle damit beauftragt ist, sondern ein Unternehmen, wo sich auch wiederum die Fachleute an den Kopf fassen. Was sagen Sie denen, wenn bei Ihnen angeblich die Prävention und Information von Jugendlichen auch in Bezug auf Gefahr von Cannabis zu kurz kommen? Wie ist da Ihre Position und was fordern Sie in Bezug auf den Bereich, wenn Sie etwas fordern? Also erstmal würde ich die Argumentation umdrehen. Ich würde der Gesundheitssenatorin sagen, was hast du denn mit deinen Maßnahmen in den letzten 40 Jahren erreicht? Wo ist denn der Jugendschutz? Wo ist denn die Kontrolle in irgendeiner Form, dass Jugendlichen unter 16 Jahren kein Cannabis verkauft wird? Wo funktioniert dein Regime? Das wäre meine erste Antwort auf diese Frage. Und natürlich, man kann ja vielleicht mal ein bisschen reingucken in den Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes, das ja schon im März letzten Jahres von der Bundestagsfraktion der Grünen im Deutschen Bundestag eingebracht worden ist und immer noch nicht abschließend beraten worden ist. Da werden ja viele Aussagen getroffen, etwa zum Jugendschutz, etwa zu Zugangskontrollen von Verkaufsstellen, zur Produktkontrolle, aber auch eben zur Frage von Werbeverboten. Also ich denke, dass zu diesem Regulierungsmodell natürlich auch gehört, jetzt losgelöst von den Jugendschutzbestimmungen, die Konsumenten über die Risiken und Gefahren ihres Konsums zu informieren, wie es bei Tabak ja relativ gut funktioniert in den letzten 20 Jahren. Aber ihnen letztendlich auf der Grundlage einer nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ausgerichteten Information die autonome Entscheidung zu ermöglichen. Tue ich das oder tue ich das nicht? Und die wohlgemeinten Präventionsangebote vor dem Hintergrund einer Kriminalisierung zeitigen keine Erfolge. Und das wissen wir seit vielen Jahren. Es ist also zunächst erstmal eine Umkehr der Beweislast sozusagen. Diejenigen, die weiterhin auf dieses Modell setzen, müssen endlich mal darlegen, ob sie ihre selbstgesteckten Ziele mit diesen Instrumentarien erreicht haben. Und die Antwort liegt auf der Hand. Sie haben es nicht erreicht. Deshalb fehlen Ihnen auch die Argumente an dieser Stelle. Also nochmal raus aus dieser defensiven Position. Eigentlich müssen die Prohibitionsbefürworter, die seit 45 Jahren auf Strafverfolgung setzen, sagen, wir haben unsere Ziele erreicht. Es wird weniger konsumiert, die schädlichen Risiken für die Konsumenten sind herabgesetzt worden, aber wir wissen alle, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Wenn man den Punkt Nikotin anguckt, glaube ich, ist das ein ganz gutes Beispiel. Das ist legal erhältlich für Erwachsene, hat sich viel getan in den letzten 10, 20 Jahren. Da sind die Zahlen rückläufig, auch bei den Jugendlichen brauchen. Also das ist einfach etwas, man kann was bewirken mit Prävention, durchaus. Man kann auch was bewirken, wenn gesellschaftlich der Konsens ist, wir wollen an dem Punkt was bewirken. Und das heißt, wir verabreden uns und sagen, wir finden es nicht gut, wenn Kinder, Jugendliche rauchen und versuchen den Zugang dazu zu regulieren. Da ist ja auch eine Regulation erfolgt, ganz klar. Und das hat den Erfolg, und ich denke, das ist ein Erfolg, dass tatsächlich die Zahlen sinken. Und so, denke ich, müssen wir das auch im Gesamtkontext der jetzt noch illegalen Drogen und Substanzen sehen. Und ich denke schon, dass da eine Möglichkeit ist, der Regulierung des Jugendschutzes natürlich nochmal ganz anders. Weil Jugendliche sind ja auch nicht blöd, die wissen genau, wie das funktioniert, indem man ihnen mit merkwürdigen Präventionskampagnen begegnet, die nicht wirklich glaubwürdig sind. Das merken die. Das ist sozusagen, wir wollen, dass die Menschen informierte Entscheidungen treffen können. Und wenn wir das wollen, in der Gesamtgesellschaft eigentlich, innerhalb eines demokratischen Landes, dann müssen wir eine glaubwürdige, authentische Informierung des Bürgers lassen. Das ist sozusagen, das Konzept wäre die Drogenmündigkeit. Hört sich wild an, aber es geht darum, dass jeder Einzelne von uns sein Wissen, seine Position, seine Haltung zu psychoaktiven Substanzen finden muss. Und das können wir nur, indem wir ausreichend, angemessen und ehrlich informiert werden. Wir können nicht auf der einen Seite 330.000 Zigarettenautomaten installieren in Deutschland, da sind wir Weltmeister. Die Leute, die aus Kanada bei mir zu Besuch sind, die schütteln die Köpfe, die sagen, so seid ihr doch Zigaretten. Und Werbeflächen, die fotografieren die Werbeflächen bei uns. Also insofern können wir noch viel besser, was Tabak angeht, aber also da setzen wir noch, da lassen wir der Industrie, der Drogenindustrie im Grunde noch viel Raum. Aber wir wollen informierte Entscheidungen, wir wollen den Leuten helfen, dass sie informierte Entscheidungen treffen können, Drogenmündigkeit entwickeln können. Und das geht wirklich noch authentisch ins Und dass wir das können. Wir haben uns jetzt auch auf Alkohol bei Jugendlichen konzentriert, von dem wir mal dachten, da wüssten alle Bescheid. Natürlich wissen die Jugendlichen nicht Bescheid und brauchen Jahre, um ihr Quantum, ihre Dosis, ihre tolle Wirkung zu finden, brauchen Grenzerfahrung und das müssen sie bei anderen Substanzen auch lernen. Und auch so ist das. Und wenn wir informieren, dann können wir beim Tabak die Zahl der jugendlichen Raucher drastisch reduzieren. Wir liegen bei 9% aller Jugendlichen, die Raucher sind. Das ist total wenig in den letzten 10 Jahren von über 20% runtergegangen. Letzte Frage. Sie sagen, es soll die letzte bundesweite Konferenz. Wird es zum Abschluss der Konferenz irgendwie sowas wie eine Hamburger Erklärung oder sowas geben? Genau, eine Hamburger Resolution. Was haben wir vor, das zu strecken? Also da bleiben. Okay. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.